Meine Kollegen erfahren teilweise über die Studierenden, dass ich das mache. Ich bin auch schon eingeladen worden, das mal vorzuführen bei meinen Kollegen. Es gibt Leute, die finden, die wollen das auch machen, sehen dann aber, dass es doch ein paar Dinge gibt, die man da beachten muss, gerade die Tonproblematik. Danach, dass eben man muss ein bisschen Routine haben im Unterrichten, um solche Videos ohne allzu viel Aufwand herzustellen. Man muss auch bereit sein, die Videos nicht perfekt machen zu wollen. Nach oben gibt es ja keine Grenze wegen der Perfektion, man kann die Videos immer noch besser machen. Aber dann kommt wieder eine neue Gerätegeneration, die noch mehr Auflösung hat, dann muss man wieder von vorne anfangen. Mir ist es lieber, das Ganze einigermaßen hemdsärmelig zu machen, auf eine spontane Art, wo dann vielleicht auch Verschwatzer oder ein Huster oder ein kleiner Fehler drin ist, den ich dann auch nachträglich mit Kommentaren korrigieren kann, wenn es nötig ist. Das passiert manchmal, dass meine Videos einen Rechenfehler enthalten und so. Da gibt es auch sehr schnell Reaktionen. Ich freue mich immer darüber und kann das danach mit einer kleinen Einblendung auch korrigieren.